Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge Zelda Tears of the Kingdom. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel Spaß. Was soll ich sagen? Es liegt jetzt knapp irgendwie eine Stunde später zwischen der letzten Aufnahme. Ich habe gegessen, die Lasagne war eigentlich ganz gut und oh mein Gott, kennt ihr das Phänomen, dass Lasagne besser wird, je älter sie ist? Klar, irgendwann, dann wird sie natürlich kacke, aber ich finde, wenn die so richtig frisch und heiß ist, ist sie okay und die wird geiler, je älter die ist. Also wenn die dann abkühlt, finde ich es ultimativ geil. Da fällt es mir immer richtig schwer, dann in der Küche vorbeizulaufen und nicht was zu essen. Und vor allen Dingen am nächsten Tag. Ich weiß nicht, woran das liegt, warum eine Lasagne immer durchziehen muss. Sei es jetzt eine Bolognese-Lasagne oder irgendwas anderes. Ich verstehe es nicht. Das ist mir ein Mysterium, Freunde. Es ist einfach ein Mysterium. Aber sie war eigentlich, ja, vielleicht ein bisschen viel Salz. War okay, war doch eigentlich lecker. Und ich liebe das, wenn Nudeln so sapschig da drin sind, ne? Ja, okay. Ich hoffe, ihr da draußen habt jetzt nicht auch Hunger bekommen. Ansonsten holt euch schnell einen Snack. Ich hole meine Stimme zurück und wir legen los in der neuen Folge. Nämlich, wir haben eine weitere Höhle gefunden. Eigentlich befinden wir uns auf dem Weg zu den Zoras nach unten. Haben hier aber jetzt, wie gesagt, noch eine Höhle gefunden und werden jetzt mal gucken, was da drin ist. Da mein Schwert zerbricht gleich. Oben sind auf jeden Fall irgendwelche Gegner, mit denen wir uns jetzt gleich befassen müssen. Wir müssen gucken, wie schnell das geht, weil wenn wir da jetzt unten so blöd rumstehen, könnte das ein bisschen schwierig sein. Ich muss mir, damit das Ganze klappt, jetzt erstmal ein Brett hier rüberholen, am besten dahin, damit ich über den Deckensprung da auch nach oben komme. Sonst klappt das nicht. Warum ist hier eine Eisfrucht? Ach, ich glaube, irgendein Gegner war, als wir hier reingekommen sind. Der hat, glaube ich, irgendwas mit Eis gemacht. So, perfekt. Es sieht immer so aus, als würde er erstmal hängen bleiben, oder? Da, aha. Aber das Geile ist, mein Kopf guckt doch schon raus. Warum greift er mich noch nicht an? Ha, hör auf, die anderen zu rufen. So, der hatte Eisfrüchte dabei. Er hatte Eisfrüchte dabei. Sehr viele sogar. Ist hier Eisfrüchte gefarmt, wo auch immer der die hergehabt hat. Ich finde auch diese Pflanzen krass. Wo kommen diese Pflanzen jetzt auf einmal her? Das weiß auch wieder kein Mensch, ne? Das weiß auch wieder kein Mensch. Okay, also, das 18er Schwert würde ich tatsächlich, glaube ich, ein bisschen aufheben. Daher würde ich vielleicht irgendwas an dieses Schwert daran machen. Ist das ein Bogen? Aber ein schlechter. Ein ganz, ganz schlechter. Habe ich hier nicht irgendwo einen Stein, den ich hier ranmachen kann? Weißt du, wenn du diese riesigen Steine suchst, findest du sie nicht. Und wenn man sie nicht sucht, wie soll ich sagen, ne? Aber ist hier das Ende der Höhle? Glaube ich eigentlich auch nicht. Ach, guck mal. Da ist es. Müssen wir nur gucken, wie wir rankommen. Da ist der Stein, den ich gesucht habe. Okay, es ist doch alles da. Weil ich nämlich genau an die Steine hier jetzt ran will. Ich meine, Leuchtsteine zu haben, das ist cool. Das ist nicht verkehrt. Wobei ich auch bis jetzt noch nie irgendwie synthetisiert habe. Müssen wir mal gucken. Hier, gelb. Vermutung ist, dass da Bernstein drin ist. Nein, Topaz und Diamant. Also ich lag schon wieder falsch. Wir sind nämlich noch ein bisschen üben, ob dieses Glitzern gegebenenfalls uns irgendeinen Hinweis gibt. Ah, wo ist er denn hin? Was da drin sein könnte. Ah, lasse ich die jetzt übrig? Ja, pass auf. Also, wir werden jetzt gucken, dass wir die Insignie bekommen. Ist das klug, den jetzt abzuschießen? Oh, es hat sich geputzt. Ist das süß. Ja, pass auf. Da werden wir nämlich hier jetzt hingehen und mit dem Deckensprung da oben rein. Der hätte ich nämlich so sonst nie probiert, ne? Über den Deckensprung jetzt hier in diese Richtung rein. Ich habe ihn nur jetzt irgendwie aus dem Augenwinkel gesehen, dass er da drin ist. Aber mehr hast du hier nicht, ne? Nö, mehr hast du nicht. Dann können wir eigentlich mal auf dem normalen Wege hier wieder raus aus der Höhle. Ah,
habe ich, glaube ich, schon angehoben, ne? Dass ich über alles mehrfach anheben muss. Ja, wir wollten nämlich zu den Zoras. Das ist unser Ziel. Und auf diesem Wege haben wir jetzt schon 2 Insignien einsammeln können. Ah, Matsch. Häng fest. Weil ich mir erhoffe, dass dort irgendwie vielleicht der nächste Tempel zu finden ist bei den Zoras. Aber wir waren einfach so ewig lange schon nicht mehr dort. Daher habe ich gesagt, lass uns zu den Zoras gehen. Ich weiß nämlich auch schon gar nicht mehr, wo wir hinkommen. Wo bin ich denn? Ich bin falsch gedingst. Nee, doch, ist richtig. Ich muss quasi jetzt einfach da irgendwie lang. Das sieht halt voll anders aus. Bin ich hier bei den Zoras dann? Da ist doch noch so ein Hase. Guck doch mal. Hier könnte die Zoras sein, wa? Hier ist noch ein Hase. Folgen wir heute den Hasen. Okay, wo will er hin? Die sind dann auch weg, ne? Wenn wir die, wenn wir die Insignien hier uns geholt haben, richtig? Müsste eigentlich, ne? Wo willst du denn hin? Es läuft... Schlägt so ein bisschen Haken. Aber vielleicht ist das Wildschwein auch im Weg. Ist er jetzt abgehauen? Ist der jetzt weg? Hä? Wo ist der jetzt hingerannt? Hier ist doch gar keine Höhle. Hm? Kann mir jemand verraten, wo jetzt der Hase hin ist? Was war denn das jetzt? Hä? 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 Das verstehe ich nicht. Wo war da jetzt die Höhle? Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt. Darf ich mal festhalten, dass ich verwirrt bin? Wo genau wollte der Hase jetzt hin? Der ist einfach verwirrt im Kreis gelaufen und dann war hier nichts mehr. Aber hier ist doch eine Höhle, oder? Ist das nicht... Nee. Aber hier ist doch eine Höhle. Dann war der Hase die ganze Zeit richtig. Ralis Kanal, Quellen von Ranel. Okay, verwirrend. Also die Bezeichnung der Höhlen, aber Quellen? Quelle ist ja jetzt... Oh, ich habe Angst. Aber guck mal, das riecht doch voll nach Shrine. Freunde, wo soll denn der jetzt hin? Wait a minute. Seht ihr, was ich sehe? Das riecht fast, wir müssen... Ah, warte mal, das ist ein zweiter Eingang. Hier ist der Haupteingang. Haha, hier ist der Haupteingang. Okay, okay, okay. Ja, nee, auf euch habe ich jetzt auch keinen Bock. Tulin, kümmer du dich drum. Dankeschön. Tja, das heißt übersetzt, wir müssen uns jetzt ein Floß bauen. Okay, hier haben wir Krokwedel. Und hier haben wir auf jeden Fall so ein Steuerelement. Gut, das brauchen wir. Dann, sagte sie und griff daneben. Klöppeln wir jetzt hier ein Steuerelement auf ein Brett drauf. Am besten ein bisschen mittig. Und werden uns hinten jetzt noch... Vielleicht 2 von den Dingern ranklöppeln. Oder auch einer. Einer könnte auch reichen. Vielleicht aber auch noch ein Segel zusätzlich. Warum haben wir hier so viel Krams? Man kann ja nie wissen. Ich mache einfach zusätzlich noch ein Segel ran. Pass auf, das ist zu schwer. Das schwimmt nicht. Ja. Ich werde das Segel da wieder abmachen. Weil das ist sonst Blade. Wir müssen mal gucken, ob der Stein jetzt nicht zu schwer ist. Aber das riecht nach Schrein. Irgendwo wird ein Schrein verborgen sein. Irgendwo da hinten. Okay, Freunde. Schauen wir. Ah, okay, wir haben Strömung, wir haben Strömung. Okay, wir haben Strömung, wir haben Strömung, wir haben Strömung. Aber kann ich auch hier oben rauffahren? Schade. Doch, kann ich. Kann ich. Ich würde nämlich sehr gerne hier jetzt die Steine erstmal mitnehmen wollen. Geht das? Warte. Ich kann mein Floß doch hier jetzt einfach parken, mal eine Runde. Mega. Machen wir einen Zwischenstopp. Wir dürfen es jetzt natürlich nicht zerklöppeln und zerdödeln.
Ach, siehst du, weißt du, was wir hätten machen können? Wir hätten mit Tulins Hilfe hätten wir auch das Segel nehmen können, ne? Aber so die Variante ist doch ganz gut. Das reicht doch auch. Das reicht doch. Ah, endlich seit Ewigkeit mal wieder Rubin unten drunter, Mann. Krasser Shit. So, haben wir jetzt irgendwo hier gefahren? Das müssen wir auch mal ausloten. Sagte sie. Ich sehe nur Fische bis jetzt, ne? Okay, dann lass mal's zu Wasser. Steigen jetzt drauf und zack. Ich bin noch nicht weit genug, ne? Schade. Es scheint hier definitiv... Oh. Tulin weggepackt. Das war jetzt auch nicht... ist er jetzt noch draußen? Ja, okay. Entschuldigung, wollte ich dich treffen. Also. Ja, man sieht so ein bisschen Strömung ist hier. Ist aber nicht schlimm. Ich halte jetzt nur noch bei wirklich wichtigen Sachen. Hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwelche Gegner kommen, die uns das Leben schwer machen. Jetzt müssen wir halt gucken, wo genau wir hin müssen. Aber ich würde mal sagen, darüber. Yo, das sieht gut aus. Mega. Und dann hole ich auch gleich... Also, ist der Yoni-U-Schrein. Wir waren schon lange nicht mit einem Schrein drin, fällt mir auf. Das war doch jetzt mal eine schöne Geschichte. So, wo muss ich das jetzt hin? Noch nirgendwo, gell? Weil wir es noch nicht aktiviert haben. Pass auf, wir müssen es erst untersuchen. Bringe den Kristall, den das Licht zeigt, dem Schrein dar. Dann schenken wir dir ein Licht, das die Finsternis band. Ja, guck mal, was ich gleich mitgebracht habe. Ich habe es doch schon mitgebracht. Wo genau soll das hin? In die Mitte, ne? Der Mikrometer, der jetzt nicht richtig war. Gott bewahre. Da ist er. Dir, dem Darbringer des Kristalls, schenken wir ein Licht, das die Finsternis band. Sagtest du gerade schon. Du wiederholst dich. Ich habe gerade überlegt, was habe ich denn hier im Haar? Das ist der Gummi. Oh mein Gott. Habe ich mich vorhin auch übrigens bei diesem Haarring gefragt. Was habe ich denn da im Haar? Oh, da ist aber was, da muss was raus. Und es soll bestimmt an diese Drachen erinnern, diese Bewegung, ne? Hat so diese Drachenbewegung. Okay, ich glaube, es ist tatsächlich auch einer, wo wir nichts machen müssen. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob wir einfach durchlaufen können oder ob wir was machen müssen. Ich war mir gerade unsicher von dem, was ich da drin gesehen habe. Lassen wir uns überraschen. Aber es sieht aus, als wäre es einer, wo wir nur durchlaufen müssen. Yes, easy going, friends. Mega. Das ist doch mal ein Geschenk, der Schrein. War jetzt easy. Große Sonoenergiesphäre. Wir müssen doch unbedingt gucken, wo wir die Batterie aufladen können, Freunde. Das ist mir letztens jetzt, als ich auf Instagram wurde, mir ein Reel vorgeschlagen. Ist mir aufgefallen. Mein Gott, wir müssen diese Batterie unbedingt aufleveln. Da haben wir immer noch nur die erste. Und wir brauchen Sonobauteile. O Besucher dieses Bandschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Orte ruht. Ich glaube zumindest, dass wir jetzt eigentlich nur noch Herzen sammeln können, weil mir war so, als wäre die Ausdauer jetzt aufs Maximum schon. Nö, ich glaube, da können wir gar nichts mehr holen. Nur noch Herzen. Aber wir haben ja noch so unfassbar viele Schreine vor uns. Bling. Ich lieb das ja, ne? Dankeschön. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Tut es, denn es hat die fehlenden Herzen aufgefüllt. Und das freut mich. Zu dem Apfelspot müssen wir auch wieder mal gehen. Ich habe keine Ahnung, wo der war. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo der war. Ich weiß, der war noch in der Nähe von irgendeinem Schrein. Ja, oder beziehungsweise da war ein Schrein in der Nähe. Oh, da müssen wir wirklich gucken, ob wir den rausfinden. Ich weiß auch nicht, ob ich den markiert habe. Keine Ahnung.
Also, zwei Segenslichter brauchen wir noch, dann können wir doch mal beten gehen. Und mein Floß existiert natürlich nicht mehr, das war auch klar, weil ich da rechts rum nämlich auch was gesehen habe. Schauen wir gleich mal. Aber erst gucken wir, was wir alles noch einsammeln können. Ist das Eis? Habe ich die jetzt aktiviert? Eigentlich wollte ich sie einsammeln, ne? Habe ich gerade noch gefreut, dass sie so viele sind. Na, egal. Hier wachsen ja noch genug, die wir alle nicht aktivieren müssen. Da haben wir jetzt, glaube ich, auch schon eine ganz gute Anzahl. Aber ist das Eis? Sieht so ein bisschen eisig aus. Oder ist das einfach nur Felsen? Heller Felsen? I'm not sure. Aber wenn irgendwas drin gewesen wäre, wenn es jetzt Eis wäre, hätte man. Haben wir jetzt noch ein Steuerelement irgendwo? Schade. Das haben wir jetzt wirklich nicht mehr. Hätte man so ein bisschen durchscheinen sehen. Gut, heißt übersetzt, Freunde, wir müssen jetzt mit dem klarkommen, was wir haben. Kein Steuerelement mehr. Aber das kann doch nicht weg sein. Ich kam doch jetzt damit an. Ach, Mensch. Naja. Dann muss Tulin mir jetzt helfen, irgendwie voranzukommen. Geht's hier noch irgendwie weiter? Nö. Lassen wir das jetzt so zu Wasser. Ich würde jetzt mal hier so reinmachen und mal gucken. Ach. Ja, man muss es auch schon ins Wasser tun. Perfekt. Tulin? Du kannst doch Wind machen. Hallo? Ich kann halt nur nicht lenken. Aber es ist im Endeffekt gar nicht schlimm. Ich habe die Höhle ja jetzt weitestgehend schon abgegrast. Mir fehlt jetzt nur noch das hier. 237 Pfeile. Ach, hör doch auf. So, Insignie gefunden. Geil, jetzt schon die dritte hier auf dem Weg zu den Zoras. Menschenskinder. Leuchtsam und guck mal, noch eine Bombe. Ey, ist das geil. Aber Klamotte haben wir hier nicht noch durch Zufall, ne? Das wäre jetzt auch zu wild gewesen. Ich glaube, ich werde mich jetzt einfach über den Deckensprung hier rauswagen. Wir müssen den Weg ja. Oh, sofern wir kommen. Da, hört sich gut an. Wir müssen das ja jetzt nicht zurückschwimmen, ne? Hin war wichtig. Und gut, dass wir den Kristall gleich mitgenommen haben. Wobei, das wäre auch echt blöd gewesen, wenn wir das nicht gemacht hätten. So, jetzt sind wir episch weit nach vorne. Und das schaut doch wirklich nach Zoras aus. Ich glaube, wir haben es gefunden. Tada! Ja, die haben ja gesagt, irgendwie haben die hier ein Schlammproblem. Und so richtig umgeguckt haben wir uns hier nämlich auch noch nicht, weil, ach, wir waren hier ganz am Anfang. Durch Zufall sind wir irgendwie bei den Zoras gelandet. Ich weiß auch gar nicht mehr, durch welchen Umstand. Ich weiß halt nur noch, es war ein Zufall und wir wollten uns irgendwo anders hinretten. Und wir sind Gott sei Dank im Matsch gelandet. Ich glaube, wir mussten uns irgendwo hin teleportieren, weil wir sonst gestorben wären. Irgendwie so war's. Und dann sind wir hier gelandet. Haben uns natürlich ein bisschen was angeguckt. Die Alten und. Aber so hundertprozentig genau weiß ich es nicht mehr. Aber das werden wir herausfinden, Freunde. Wir werden uns jetzt, glaube ich, gleich erstmal nur mal mit den ganzen Zoras mal ein bisschen unterhalten. Und. Ja. Gut sieht's aus, oder? Wir werden jetzt erstmal speichern. Nicht, dass durch Zufall jetzt unser Erfolg weg ist und die Insignie futsch geht. Das wäre blöd. So. Guck mal, da leuchtet doch auch irgendwas. Nur was leuchtet da? Warte. Wo ist denn das? Wo habe ich denn gesehen? Was? Da. Ist noch ein Hase. Freunde, da ist noch eine Höhle. Warum ist da noch eine Höhle? Okay. Die nächste Höhle, das ist jetzt Höhle Nummer 4. Warum sind hier so viele Höhlen? So. Höhle unter dem Zorona Hochland. Also das Zorona Hochland ist umgeben von Höhlen. Das ist ein sehr höhlenfreudiges Land. Ui, aber hier ist auch so zerstörte Ruinen, ne? Hatten wir da schon mal was, wo ich mir nicht sicher war, mit dieser Schleuse, was mich irgendwie so ein bisschen an einen Hafen erinnert hat. Oh, müssen wir mal gucken. Sonst jetzt durchschlagen.
bestimmt unsere Waffe gleich kaputt gehen. Schauen wir mal, wie viele Waffen wir dann brauchen. Zur Not muss ich mal wieder ein paar Amiibos von drüben holen. So, siehst du, Felsbrockenhammer zerbricht gleich. Pass auf. Das ist safe, nichts Besonderes hier unten. Das sind bestimmt nur, die sind bestimmt nur zum Fake. Was nehme ich denn jetzt? Wir haben nämlich nicht mehr viel übrig, stellen wir gerade fest. Wir haben nicht mehr viele Waffen übrig. Kann ich mit dem hier? Aber geht das hier unten weiter? Eher nicht, ne? Ach, krass, wir können damit echt Feuerbälle machen. Jetzt fehlt hier Super Mario irgendwie, oder? Das ist geil. Das ist richtig geil. Das müssen wir uns als Waffe mal so ein bisschen merken. Aber was nehme ich jetzt? Ich will jetzt ungern das Schwert da verwenden. Nehme ich jetzt das, aber damit kriege ich keine Felsen kaputt. Das muss uns auch bewusst sein. Oder ich stehe jetzt mal eben auf und wir werden jetzt nochmal 2, 3 Amiibos vielleicht holen. In der Hoffnung, dass irgendwo noch ein 18er Schwert dabei ist. Weil ich würde ungern das eine 18er, was wir jetzt haben, gleich direkt verdödeln wollen. Und dann haben wir nämlich irgendwann nur noch die richtig guten Waffen. Also entschuldigt mich kurz, Ladies und Titte. Also ich wusste schon wieder nicht, welche Links ich besorgen muss. Ich merke es mir einfach nicht, ne? Deswegen habe ich tatsächlich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere Links mitgebracht. Und ich glaube, wir werden als erstes den ersten Tears of the Kingdom Link benutzen. Der mit der Hand. So. Diesen hier. Ich will ja eigentlich, mein Fokus ist, ich möchte jetzt einfach nur eine Waffe irgendwie haben. Irgendein Schwert, wo ich einen Stein ranklöppeln kann. Wenn es mehrere sind, sau okay. Das heißt, mein Platz wird jetzt gleich wieder sehr voll. So, ein Ritterschwert zum Beispiel. Das ist doch zauberhaft. Nehmen wir das doch gleich als allererstes. Mega, mehr wollte ich doch gar nicht. Und da synthetisiere ich jetzt das daran. Die anderen werden wir, glaube ich, auch gleich noch machen. Aber, da war sogar ein Rubin jetzt noch am Start. Geil. So, aber ich wollte erstmal die Geschichte bedienen. Heben wir das doch jetzt. Ich bin ja... I'm totally shocked, friends. I'm totally shocked. Warum ist da überall Zeugs drunter? Neuerdings. Gab es ein Update? Haben die Spieler sich beschwert? Hey, über den Stein ist ja gar nichts mehr drin. Und soll denn der Scheiß direkt? Muss da was rein? So, Satz mit X, nix. Nö, das heißt, wir haben das jetzt umsonst ausgehöhlt. Aber das roch ja schon fast danach. Nee, pass auf. Weißt du, was wir damit machen können? Damit können wir jetzt nach oben. Damit können wir jetzt nach oben. Ich finde die Höhlen ja echt spannend, ne? Wir müssen unbedingt nach unten. Ich habe da auch echt Bock, da wieder mal nach unten zu gehen. Und Leuchtsteine haben wir jetzt auch gut auf unserer Höhlentour einsammeln können. Hier ist, glaube ich, nichts Besonderes drin. Ja. Aber es hat nicht gelb geleuchtet. Jo, Bernstein. Auch gut. Also, hier haben wir mehrere Ebenen. Ach, schau mal, da guck, warte mal. Ich werde mal die Waffe wechseln. Auf das da. Tulin, hilf mir. Ich muss an den Kopf ran, da. Yes, an den Kopf muss ich ran. Ich finde es echt geil, dass er mir auch mithilft, ne? Das finde ich geil. So, Waffentasche Feuerwehr. Habe ich jetzt irgendwas eingesammelt? Das hat 20, das Teil. Kann ich an das Ding einen Stein ran synthetisieren? Tatsache. Okay. Dann kann ich damit ja auch Felsen kaputt machen, ne? Ich würde sagen, ja, wir heben den jetzt mal an. Ich hebe jetzt alle Steine hoch, ne? Kannst mir aber glauben, nachdem ich jetzt in so kurzer Zeit einfach endlich mal wieder Rubine unten drunter habe. Das gibt's doch nicht. Jeder einzelne Rubin zählt. Ihr wisst, Geld ist hier echt Mangelware, ne? Die Inflation ist selbst bei Link angekommen hier. Das ist Ganons Verheerung. Ich habe jetzt eine neue Bezeichnung für die Inflation. Ganons Verheerung. Die Knochendings hält aber überhaupt nicht lange, ne? Aber ist nicht schlimm. Muss ja auch nicht lange halten. Was habe ich denn jetzt ran? Ah, ich glaube, das ist schlecht. Das ist jetzt schlecht. Das ist so eine Mädchen. Ganz dumme Waffe. Warte. Ah, falsch.
So, und... Dam-di-dam-di-dam-di-dam. Zack. Also er hält überhaupt nicht lange. Aber ich will ja auch nur einfach diese ganzen Felsen kaputt machen. Weil ich glaube, die brauchen wir wirklich nur... damit wir nach oben kommen, ne? Also das hat ja überhaupt nicht lang gehalten. Können wir das mal festhalten, dass das so gar nicht lang gehalten hat? Was haben wir denn hier noch Schönes rumliegen? Was ist das? Gartengerät? Verrostete Hellebarde? Okay, Freunde, dann ist jetzt Zeit vielleicht für der nächste Abibo. Würde ich mal so sagen. Dann nehmen wir jetzt diesen Link hier. Den hier. Es muss ja nicht sein, dass da überall Waffen rauskommen, die uns zu was bringen. Aber für Wild ist da zum Beispiel auch geil. Wir haben die ja nicht umsonst, die Amiibos. Wir haben sie ja nicht umsonst. Pass auf. Siehst du? Das zum Beispiel. Das nehmen wir doch sehr gerne mit. Da passt ein Stein prima ran. Habe ja nicht den ganzen Tag hier jetzt Zeit. Dann kann ich hier jetzt bei Schleide klöppeln. Siehst du? Jetzt sitzen sie. Weil irgendwo könnte ich mir vorstellen... Hier, schau mal, da guck. Geht's vielleicht auch hier jetzt zur Insignie? Das wäre jetzt wild, ne? Wenn das jetzt die Lösung gewesen wäre. Nein. Guck mal, schau doch einer. Freunde, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, wenn ich gesagt hätte, es wäre jetzt so gewesen wie das andere, hätte ich diese ganzen Steine einfach nicht bekommen. Also manchmal zeichnet es sich doch wirklich aus und lohnt es sich, wenn man einfach jede verdammte Ecke und jeden dämlichen Stein wegmacht. In diesem Sinne. Zack. Auch wenn man denkt, das ist unnötig und unnütz. So. Natürlich hat es auch die Funktion, dass wir hier einen Deckensprung machen können. Aber ich glaube tatsächlich, dass hier... müssen wir vielleicht klettern? Ich würde es hier mal mit Klettern probieren. Ich weiß nicht, ob wir klettern können. Nee, können wir nicht. Okay, dann... würde ich vielleicht wirklich hier in diese kleine Höhle rein. Ist halt die Frage, landen wir dann ganz oben? Aber das werden wir gleich rausfinden. Hoffentlich landen wir jetzt da, wo ich hin will. Aber solange wie wir jetzt hier lang schwimmen, glaube ich fast eher, dass wir... Nee, dass wir ganz oben rauskommen. Ganz oben will ich nicht. Und zurück. wir können jetzt die Haftung vielleicht mal erhöhen. Es ist der Lutschig. Ja, ja. Das ist irgendwo dazwischen. Das war jetzt schon eine Wand zu viel. Also, es ist nass und rutschig. Da hoch will ich. Also, Überlegung wäre, dass man ihm jetzt die Klamotte anzieht, die wir haben. Wir haben ja hier jetzt einen Krötenanzug. Und wir können vielleicht das Klettertempo erhöhen. Vielleicht... Ja, pass auf. Damit sollte es funktionieren. Läuft. Ich werde nur nicht beschleunigen. Ach, komm. Perfekt, Freunde. Mein Gott. Das war aber eine ganz, ganz knappe Nummer, ne? So, jetzt wechsle ich die Geschichte wieder zurück. Geil. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. Wir werden erstmal hier ein bisschen steil zu kloppen. Ich weiß zwar noch nicht, welchen Sinn und Zweck, ob das einen Sinn und Zweck hat. Doch, guck mal. Ein Opal zumindest haben wir schon mal gefunden. Hier geht's runter. Da ist Abgrund. Und den Rest klöppeln wir jetzt so weit weg, wie es geht, ne? Ich hoffe, dass wir hier oben noch einen Stein finden, weil unsere Waffe wird bestimmt gleich kaputt gehen. Ich habe mich gerade so ein bisschen in Minecraft zurückversetzt irgendwie. Aber guck mal, hier ist ein Weg. Ah, es gibt nur einen Weg. Das ist der richtige Weg. Und ich höre es. Also die Insignie kann nicht mehr weit sein. Das da will ich auch noch und das auch noch. Aus Prinzip. Mega. Aus Prinzip. Finde ich gut. Aber gibt es hier noch irgendwas? Ah, warte mal, guck mal. Wo kamen die her? Hab ich gar nicht gesehen. Zora-Lanze. Waffentasche ist voll. Aber die Lanze... können wir doch hier... Pass auf, ich nehme mal
tausche mal das jetzt aus und werde, so wie wir sehen, einen Stein ranmachen. Ich sehe jetzt gerade keinen. Aber ich glaube, wir sind mit der Höhle auch gleich fertig. Geil. Insignie 5 oder so? Ich weiß nicht, wir haben so viele Insignien jetzt hier gesammelt. Crazy. Aber da ist ein Stein. Da ist ein Stein. Oder? Nein. Keinen, den wir hier ranmachen können. Der ist zu groß. Okay, das war die Höhle. Mehr sehe ich nicht. Dann Deckensprung und raus. Es tut mir leid, dass wir einfach nur durch die Höhlen jetzt wandern. Aber... wäre jetzt auch doof, wenn wir es nicht machen würden. So, Tageslicht. Und das sieht dann gleich viel, viel heller aus. Wo wollte ich denn jetzt hin? Exalfoss, haben wir da Bock drauf? Nein, sehen wir irgendwo kleine Steinchen? Nö. Da vielleicht. Pass auf, wir wollen ja hier runter. Heben Sie mal an. Lassen Sie fallen und... Zack. Mega. Ich würde, glaube ich, jetzt auch erstmal die Waffe wechseln auf vielleicht das. Einfach noch ein Rubin. Aber warum sammelt er den nicht ein? Warum läuft er durch und sammelt ihn nicht ein? Gibt's ja nicht. Also, da ist das Reich der Zoras. Ich hätte auch voll Bock, da ganz oben drauf zu landen. Guck mal, da ist auch einer. Guck mal, hier ist auch einer, den wir wahrscheinlich noch gar nicht hatten, ne? Zack, markieren wir den mal gleich. Oder lass mal gucken, ob wir da nach oben können. Doch, das ist doch Eis. Das sind vereiste Gletscher. Dann war das in der einen Höhle auch Eis. Hier. Das ist definitiv Eis. Da müssen wir halt aufpassen, weil wir nämlich da bei den Exalfoss dann stehen. Auch wieder wenig Bock drauf. Auf dem Eis können wir nicht laufen. Rutschen wir runter. Gucken. Hier ist jetzt schon wieder kühl. Gleich mal ein bisschen auffrischen. Ich probiere mal außen rum zu laufen. Überlegung ist jetzt, warum ich so hochkletter. Das werden sich einige fragen. Ich will mal gucken, ob man da Richtung Figur kommt. Wahrscheinlich musst du da über den Himmel runter. Ja, hör doch auf. Ah, okay, ich geb's auf. Ich gehe nach unten. Ich gehe nach unten. Das ist mir zu viel. Eigentlich wollte ich auf die Figur rauf, aber ich glaube, wir gehen erstmal zu den Zoras, wie ich es ja jetzt vorhatte. Mein Gott. Fühlen sie sich gleich angegriffen, die Idioten? Gibt's ja nicht. Was haben wir hier? Hä? Das sieht auch aus wie ein Tor, was man öffnen kann. Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern, was wir in im Breath of the Wild alles hatten. Ich kenne die Gegend so ein bisschen, ja. Ich erkenne es auch irgendwie wieder. Aber irgendwie sieht auch vieles sehr anders und neu aus. Ich war halt ewig schon nicht mehr hier. Ah! Ach nö, nö. Nö, 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 nö. Ah, geh weg. Tulin, hilf mir. Ach, ich muss was essen. Ich häng fest. Was esse ich denn jetzt? Nusskuchen? Ja, lecker Nusskuchen. Ich häng fest. Danke. Der schubst mit der Zunge. Da war ein Pfeil drin. Mann. Gibt's ja nicht. Diese nervigen Dinger, Alter, ne? Geh weg. Lass mich in Ruhe. Wo ist denn Tulin, wenn man ihn braucht? Das ist falsches Gebiet hier. Will er nicht sein, oder was? Oh, Freunde. Ich brauche irgendwo einen Weg. Warte, ich muss mal hoch. Ist da nämlich auf die Wege rauf, weil sonst komme ich da nicht zu den Zoras rein. Hier, zur Brücke. Da müssen wir hin. So, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir uns erstmal allgemein umgucken und umhören, was die sagen. Vielleicht gucken wir dazu auch noch einmal in die Quests rein, Freunde. Also Hauptmission sagt, untersuche die vier Regionen. Das haben wir ja soweit. Ein Dorf voller Monster. Das ist Angelstadt, Kleblatt, Kurier, Tabanta-Brücke, Inneres, Hyrule.
Da haben wir Dings aus der Tiefe, Schreine. Ja, das mit dem weißen Vogel, ich habe keine Ahnung, das hat ja irgendwie gar nicht funktioniert. Dann haben wir Schreine, dann haben wir Nebenaufgaben. Hateno, Wüstenbazar, Spähposten, Dorf der Orni. So, ich glaube nämlich, wir haben gar keine Quest mehr hier jetzt. Das heißt, wir reden einfach mal mit... Ja! Zu lang, Charm, das dauert zu lange. Was dauert lange? Ein Bericht über das Ergebnis. Was macht er nur? Wer jetzt? Auf der anderen Seite des Wasserfalls gibt es einen kleinen See, den Totosee. Die Klippen an seinem Ufer sind während des Kataklysmus herabgestürzt. Und man stelle sich das vor, es kam eine alte Ruine zum Vorschein. Ich bin froh, dass Prinz Sidon den gelehrten Giotto beauftragt hat, die Sache zu untersuchen. Aber der ist so damit beschäftigt, seine Flosse in die Ruine zu stecken, dass er uns keinen Bericht schickt. Ich verstehe, dass Gelehrte denken ihre Arbeitszeit zu ihrem Vergnügen da, aber manchmal ist das äußerst lästig. Ich verstehe, alter Mann. Ah, tut mir leid, es bringt nichts, dir davon zu erzählen. Giotto ist wirklich ein Problem. Warum habe ich ihn so betont? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was mich da jetzt überkommen hat. Okay, also, da sollten wir vielleicht da mal in die Richtung gehen. Das ist doch jetzt ein Wink mit dem Zaunfall gewesen. Ah, mein Ritterschwert ist zerbrochen. Pass auf, weißt du, was da für eine Lösung ist? Amiibo! Wir werden jetzt diesen Link hier benutzen. Ich habe jetzt wieder Platz für eine Waffe. Was es nicht heißt, dass da was drin ist. Hey. Können wir bitte an die Kiste da oben ran? Man gebe uns die Kiste, bitte. Dankeschön. Himmelsmütze, der Held. Aber habe ich die nicht schon? Habe ich die jetzt zweimal? Schattenmütze, Himmelsmütze. Das heißt, das hier war gar nicht die richtige. Das ist die richtige. Ach, guck mal, ist die Frise auch ganz anders. Was die Frisur nicht alles ausmacht. Aber was machen wir denn, wenn wir hier keinen Platz mehr für Kleidung haben? Können wir die Kleidung dann nicht mitnehmen? Das ist ja auch ein bisschen sad. Ich wollte eine Waffe, ne? Wisst ihr das? Ich wollte eine Waffe. Heißt übersetzt, wir nehmen jetzt den Breath... ach ja, den Breath of the Wild Link. Hat überlegt, was das für ein Link ist. Stück zur Seite. Warte. Hallo? Er will nicht. Ich gehe noch ein Stück. Link will nicht. Okay, pass auf, dann nehmen wir den jetzt hier. Vielleicht bin ich auch blöd in der Ecke. Ja, ja, pass auf, okay, die Position ist blöd. Lass uns... Wo laufen wir jetzt mal hin? Hier ist einfach zu voll. Pass auf, wir hacken jetzt einfach den Platz hier weg. Für Pfeile. Das gleich noch weg. Das noch weg. Und werden die jetzt hier einfach entsorgen. Don't hate me. Entsorgt. So, aufgeräumt. Müll aufräumen, dirty. Einfach ab ins Nix. So, auf ein neues. Braucht jetzt einfach Platz. Hallo? Er will nicht mehr. Dann jetzt der. Oh, ich bin an so einer dummen Stelle gerade dran, glaube ich. Okay, also wir können drei Amiibos gerade nicht testen. Oder ich habe zu viele heute gemacht. Aber kann ja nicht. Wir haben ja schon mal ganz viele an einer Stelle gemacht. So, ich bin hier. Stimmt, die chillen hier in ihrer Quelle. Oh, wenn nur der Schlamm endlich versiegen würde. Mir geht es schon viel besser als gestern. Alles nur dank Yona. Ich glaube wirklich, wir müssen da hoch. Es zieht so aus. Hier steht doch auch irgendwas, ne?
Lehre der Zoras Zusatz 2, meine große Aufgabe. Als anschließender Kommentar niedergeschrieben von Sidon, Prinz der Zoras. Mir, Sidon, wurde die ehrenvolle Aufgabe übertragen, die verwitterten Zora-Gedenksteine neu zu gestalten. Rund um das Dorf der Zoras gibt es 11 dieser Steine und ihr, werter Leser, steht gerade vor einem davon. Eine Neugestaltung der Steine bedeutet, dass die Worte meines Vaters, des Königs Dorefan, verschwinden. Einige rümpfen die Nase, dass ein Jungspund wie ich nun die ehrwürdigen Worte meines Vaters auslösche. Doch es war ja niemand anders als König Dorefan selbst, der mir den Auftrag dazu gab. Aber das heißt ja nicht, dass du das von deinem Dad auslöschen sollst. Ach, grenzwertig. Mein Vater betonte stets, dass meine Abstammung von ihm nicht zwangsläufig bedeute, dass ich ihm nachfolgen könne. Aber ob ich zu königlichen Weihen geeignet bin, kann man schlecht den Himmel fragen, nur das Volk. So hieß er mich denn, meine innersten Gefühle und Überzeugungen für alle sichtbar auf diesen Stein zu offenbaren. Gehorsam habe ich nun die 11 Steine beschriftet. Der Rat meines Vaters half mir über meine Unsicherheiten hinweg. Ich weiß nicht, wie viele Leser diese Worte finden werden, aber ich hoffe, sie vermitteln ein Bild meiner Gedankenwelt. Bis in vielen 100 Jahren mein Nachfolger sie überschreibt, mögen meine Gedanken jedermann offenbar sein. Aber es heißt jetzt nicht, dass wir alle suchen sollten, oder? Aber es erinnert mich so ein bisschen an diesem Toreingang, wo wir standen. Da sah es auch ein wenig danach aus. Vielleicht müssen wir doch alle finden. Und dann öffnet sich die Tür. Möglich. Hallo. Oh, schönen guten Abend, Link. Darf ich irgendwas für dich tun? Die Lage im Dorf. Wir schlagen uns ganz gut den Umständen entsprechend. Noch steckt Leben in unseren Gräten. Glücklicherweise lässt sich der Schlamm mit viel Wasser fortspülen. So können wir überleben, wenn auch unter Strapazen. Doch sowohl der Schlamm als auch die harte Arbeit kosten vielen von uns ihre letzten Kräfte. Die Lage ist ernst. Und da wir so geschwächt sind, kann keiner von uns den Ursprung dieses schrecklichen Schlamms ergründen. Darf ich dir sonst irgendwas verraten? Wo ist Sidon? Prinz Sidon geht an der Wasserquelle von Mifas Stätte einer wichtigen Arbeit nach. Mifas Stätte befindet sich oben auf dem höchsten Berg dieser Breiten, dem Donnerhorn. Ach, er wird wirklich froh sein, dich zu sehen, Link. Er macht sicher Luftsprünge wie ein fliegender Fisch. Darf ich dir sonst irgendwas verraten? Nein. Verzeih, dass ich dir momentan keine große Hilfe sein kann. Lass uns reden, wenn die Schlammplage beseitigt ist. Ja? Ja, also haben wir schon 2 Ansagen. Also einmal zum Donnerhorn und Sidon. Würde ich mich jetzt einmal gucken, ob ich mich nach oben begeben kann? Vielleicht auch hier jetzt über den Deckensprung? Es sieht ja ganz gut aus. Gucken wir mal, wo wir ankommen. Unsere Folgenzeit ist nämlich auch bald vorbei. Ja, hier sind die Kiddies. Die hatten wir ja auch schon. Kann ich noch weiter? Da ist doch was. Ich will doch weiter hinaus. Immer höher. Ich glaube, jetzt sind wir außen dran. Ja. Außen dran oben. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen zu klettern, ne? Hier herrscht aber auch so ein bisschen Miasma, ne? Sah ich ja auch nur, so wie es ist. Können wir das klettern, ist die Frage. Theoretisch müssen wir da nämlich hoch. Aber guck mal, da ist doch ein Turm. Da ist ein Turm. Theoretisch sollten wir dann einfach auch mal zum Turm. Ich weiß nicht, ob wir klettern können. Wir können es mal probieren. Aber wir haben kein Essen mehr, ne? Oh, warte mal. Wir haben doch noch Schuhe. Können wir währenddessen jetzt einfach schnell die Schuhe wechseln? Wir sind ja damit jetzt schneller. Eigentlich sollten wir damit jetzt besser vorankommen. Kommt uns das schneller vor? Nicht wirklich, ne? Ich will jetzt ungern springen, weil ich habe Hoffnung, dass wir es vielleicht schaffen. Mit den Kletterschuhe. Finde ich aber geil, dass wir jetzt verschiedenste Ausrüstungen auch noch haben, mit ganz verschiedenen Statuseffekten. Das macht es gleich noch ein bisschen besser. Oh, wir müssen gucken. Oh, das wird eine knappe Nummer, 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 das wird eine knappe Nummer. Aber wir schaffen es nicht. Ich habe wahrscheinlich gar nichts zu essen dabei, ne? Haben wir nur ein Ausdauergericht mit bei? Nein, aber das wäre so ärgerlich, wenn wir uns runterfallen. Ach, Mist. Mist. Ja.
Es war so knapp, Leute. Wir hätten es geschafft. Da war nicht mehr viel, ne, was gefehlt hat. Das ist ärgerlich. Aber kann nicht. Aber mit dem Deckensprung komme ich ja auch nicht weiter, ne? Muss auf jeden Fall was essen, um das wieder aufzufüllen. Sollten wir auch vielleicht gleich machen. Ein Buddha-Apfel. Oh ja. Haben wir letztes Mal gekocht. Lecker, 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 lecker. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch eine Ecke, wo wir mal verschnaufen können. Ich bin mir nicht sicher. Aber hier sieht doch aus, als würden wir auf der Schuppe hier nochmal stehen können. Yes. Ah ja, guck mal, wir sind jetzt hier am Fischschwanz. Das sieht ein bisschen anders aus jetzt hier. Ja, guck mal. Hier können wir ein bisschen anders klettern. Ich würde halt voll gerne mal gucken. Guck mal, ja, ist auch gar nicht so steil. Also manchmal muss man auch einmal auf die Schnauze fallen. Aber finden wir irgendwas? Nicht wirklich, ne? Und jedes Mal klettere ich den ganzen Schmuh hier einmal lang, um festzustellen, hier ist doch gar nichts. Hier ist einfach nichts. Ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht irgendwo noch ein Grog sein Unwesen treibt. Es gibt ja in diesem Teil so unfassbar viele. Und die Belohnung dafür ist auch nicht redenswert. Das sind einfach auch kleine Ausgeburten des Wahnsinns. Ja, pass auf, dann wäre es nämlich intelligenter. Wir lassen uns jetzt gleich da mal zu dem Turm teleportieren. Wenn wir jetzt hier oben sind. Ah. Habe ich den richtigen Riecher gehabt? Habe ich einen Riecher gehabt? Habe ich den Riecher gehabt? Ich habe ihn gehabt. Muss einfach wirklich jede Ecke abklettern. Das gibt's doch nicht. Einfach wirklich jede Ecke abklettern. Aber es wird jetzt nicht in jedem Ding eins sein, ne? Denke nicht, denke nicht. Okay, pass auf. Dann. Wo genau wollen wir hin? Zu dem hier, ne? Ah ja, bei dem Schrein waren wir schon, sehe ich. Aber wir wollten da ja hoch. Da hieß es irgendwas mit Bericht erstatten. Und dann werde ich gleich mal gucken, ob ich irgendwie noch ein Amiibo einsetzen kann. Wir haben aber wirklich nicht mehr viel Folgenzeit. Muss dann auch gucken, was ich tue. Ich würde halt voll gerne Super Mario endlich nochmal anzocken. Aber ich muss so viel tun, Leute. Und bald ins Bett. Und um 3:30 klingelt mein Wecker schon wieder. Und alles doof. Also, wir sind jetzt hier oben. Haben wir hier nicht gestartet? Ich glaube, ja. So, wir müssen uns mal ein bisschen orientieren. Ah, hier hinten ist dieses Schlammding. Hier wollten wir hin, ne? Da ist der Totosee. Warum bin ich denn jetzt hier hin? Weil ich keine Ahnung habe. Weil ich da hinten eine Sternschnuppe sehe. Der will jetzt mal hinterher rennen, aber ich glaube, die kriegen wir nicht. Ah, so weit weg. Kriegen wir nicht. Niemals. Wir können es probieren. Weil so viel Ausdauer haben wir ja gar nicht. Leuchtschein. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die leuchten. Nicht so lange, richtig? Das schaffen wir doch niemals. Das war jetzt die nächste dumme Idee. Eigentlich hätte ich mich nach hinten teleportieren müssen, aber ich weiß jetzt, wo wir hin müssen ungefähr. Ja, das schaffen wir niemals. Was genau wollte mir diese Aktion jetzt sagen mit dem Splitter? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, hier ist ein Stall. Ich würde es trotzdem voll gerne probieren, ob man rankommt. Aber es ist halt noch so weit entfernt. Das schaffen wir niemals. Naja, wobei, guck mal, so weit ist das gar nicht. Pass auf, und dann kommen wir alle und dann ist er weg. Ach, da würde ich ja weinen. Aber dann wäre das so. Allzu weit ist nicht mehr. Hier ist Goronengebiet, oder? Fahrt zum Todesberg. Schlucht von Eldin. Tatsache. Und hier ist schon wieder heiß. Und hier ist sehr heiß. Ja, weiß ich doch. Dann schwimm schneller.
Ich will da oben hin. Aber hier komme ich nicht über den See, ne? Ach, Mist. Mist, 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 Mist. Ich will da hin. Ich will da hin. Todesberg waren wir bis jetzt auch noch nicht hier in diesem Spiel, in diesem Teil. Komm, wir müssen eigentlich nur den Berg hoch. Was ist das? Eine Löschechse. Nehmen wir mit. Noch leuchtet's. Ich will zu meinem Freund. Und ich will zu diesem Sternschnuppteil. Alter, wie man diesen Dingern hinterherrennen kann, ne? Noch leuchtet's. Noch ist es da. Aber da sind wir jetzt einen richtig weiten Weg hinterher, ne? Ein richtig weiter Weg. Ein richtig weiter Weg. Ich schaff das. Ich krieg das. Ich bin so nah dran. Wenn jetzt nicht irgendwas ganz Dummes passiert, wie zum Beispiel Riesensteine uns wieder aus dem Weg rausräumen. Ach, ich hasse es. Es ist immer hier in dieser Region so, dass scheiß Steine kommen, ne? So schnell, komm, Link, du schaffst das, du schaffst das. Nein, 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 runter, 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 wo ist es denn hin? Runter, los, 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 los. Yes! Oh, what a Geburt. What a Geburt. So, und jetzt teleportiere ich mich. Wo will ich hin? Wo ist es denn? Nee. Ich wollte... Bin ich dumm? Wo bin ich denn? Zoras? Bin ich blöd? Hä? Wie kann man so schnell wo völlig anders sein? Hä? Bin ich dumm? Wo sind denn die Zoras jetzt? Todesberg? Hä? Da! So. Hier wollen wir hin. Da ist der See. Und wir haben hier einen Schrein. Hier wäre wahrscheinlich noch einer gewesen. Ich werde mich jetzt mal zu dem teleportieren. Weil wir ja da oben... Ich weiß gar nicht, was das ist. Es sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Schlammstausee. Da müssen wir hin. Und da würde ich zumindest jetzt schnell mal hin wollen. Aber wir haben doch keine Zeit... So, pass auf. Lass uns nochmal gucken. Wir müssen uns quasi... Wo genau muss ich denn jetzt hin? Doch, so lang. Okay, dann... Muss ich da jetzt erstmal hoch, glaube ich. Weil wir wollen ja letztendlich zu diesem Totosee. Heißt, ich muss hier erstmal hoch, glaube ich. Da muss ich, glaube ich, jetzt sehr viel klettern erstmal. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich jetzt die Kletterschuhe anziehe, aber das passt. Muss ich gleich nochmal hier jetzt ein bisschen ausspannen. Zack. Ich will nicht ständig immer Schuhe hin und her ausziehen und anziehen und wechseln müssen. Ja, ja, passt doch. Nee, passt nicht. Okay, pass auf, dann... Aber hier ist doch eine Ecke, da kann ich doch stehen, oder? Nee, da rutsche ich ganz weit runter. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter! Das ist schon der beste Spot, wo man hätte hinkommen können, ne? Ja. Okay, habe ich gesagt, ich wollte meine Schuhe nicht wechseln. Ja, werde ich jetzt meine Schuhe wechseln. Aber die habe ich schon an. Ich habe nichts gesagt, Freunde. Ausziehen sollten wir uns auch nicht. Anziehen, bitte. Danke. Das heißt, das ist schon schneller. Ah, buh. Okay, da habe ich nichts gesagt. Dann stilles Gebet. Darf ich halt auch nicht beschleunigen, weil sonst reicht die Energie nicht. La, la, la.
Ich erhoffe mir, dass wir dann da oben irgendwie zu dem See kommen können. Oh Gott, das sieht noch sehr hoch aus. Weil da oben, könnte ich mir vorstellen, ist wirklich auch der Tempel. Aber du hast hier diesen Schlammfaden. Das sieht gut aus, Freunde. Wenn ich jetzt hier nicht mal irgendwo eine Schräge kommt, sonst gleich ein dezentes Problem. Ach, Mist. Ach, die rettende Schräge. Einfach nur die rettende Schräge. Können wir das mal festhalten? Ach Gott, bewahre, das war jetzt aber so eine knappe Nummer. Oh Gott. Wenn ich nur eine unvorsichtige Sache gemacht hätte, ne, dann wäre das jetzt alles hingewiesen. Ach Gott. Na guck mal, das da oben sieht auf jeden Fall so aus, als wäre da jetzt der nächste Tempel am Start. Ja. Zu 100%. Okay, also wir suchen einen See. Ja, lass uns mal gucken. Da müssen wir noch ein ganzes Stückchen laufen. Aber es wäre klüger, wenn wir hier... Kommen wir hier über den Weg hin? Ich weiß nämlich noch nicht, ob wir da hinkommen. Können wir den erledigen? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das testen will. Eher weniger. Wir müssen auf jeden Fall jetzt irgendwo hier lang. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Aber hier wäre jetzt ein Weg. Und hier ist auch eine Brücke. Hilft uns das? Vielleicht. Dieser Weg? Nee, die andere Seite. Dieser Weg. Hier waren wir nämlich, glaube ich, auch noch nicht. Das weiß ich. Ich weiß nur, wenn wir jetzt Folgenende machen, ob ich mich da noch erinnern kann, ist die Frage. Aber ich denke, darauf wird es dann auslaufen. Wir werden jetzt erstmal über die Brücke gehen. Süd-Akala-Brücke. Und dann müsste hier jetzt bald der See kommen. Auch sehr sympathisch. Ist ja riesig, das Teil. So, weil wir wollen zu dem See. Frage, wo finden wir den See? Vielleicht müssen wir auch wirklich noch nach oben. Ladies und Gentlemen, wie die ganze Geschichte weitergeht, werden wir das nächste Mal rausfinden. Klickt euch sehr, sehr gerne rein, wenn ihr mögt. Und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei. I'm gonna go get some more.